Ja, mein nächster Arbeitseinsatz im Rahmen meines Projektes Deine Arbeit, meine Arbeit geht zu Ende. Heute eine ganz andere Arbeitszeit. Ich war im Verteilzentrum der Deutschen Post, im Briefverteilzentrum hier in Oggendorfer Quilla. Das begann so am späten Nachmittag, weil dort kommen dann die ganzen Postleerungen von den Briefkästen hier an und werden hier sortiert. Ich stand am Anfang des Bandes und wir haben sozusagen dann die Briefe aussortiert. Ich war derjenige, der sozusagen die DIN A4, die Kompaktbriefe aussortiert hat. Ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Hier ist einfach noch viel händische Arbeit, aber es ist einfach auch notwendig. Auf der einen Seite sieht man, trotz E-Mail, es werden weiterhin noch Briefe und Karten geschrieben. Das ist auch gut so, das ist auch ein Kulturgut, das kann noch gar nicht so weitergehen. Und man merkt natürlich auch, dass der Online-Versand zugenommen hat. Das heißt, viele Rücksendungen, eBay und so weiter und so fort, das war deutlich spürbar. Das heißt, die Arbeit wird gebraucht, denn hier werden die Päckchen, die Briefe, die Karten versandt, die wir schreiben und verschicken. Und es war für mich eine tolle Erfahrung, mit den Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten zu können. Respekt für die Arbeit. Ich meine, vor kurzem hat man hier für höhere Tarife sich eingesetzt und das erfolgreich und ich finde zu Recht.